Heute gibt's heiße Infos zum nächsten Tom Clancy Thriller. Westworld Staffel 2 geht endlich an den Start und ach drauf. Infinity War ist hier, all about the Hype Train. Tschu-tschu! Was geht oder geht nichts? Mein Name ist Rafa und schön, dass ihr heute am Start seid. Ich begrüße euch zu den wöchentlichen Film- und Serien-News hier auf die Filmfabrik. Tom Clancy's The Division ist einigen von euch sicher noch gar kein Begriff, den Zockern aber auf jeden Fall. Der Multiplayer-Endside-Shooter aus dem letzten Jahr zeigt New York City in Ruin. In der Story von The Division wird die Metropole von einer verheerenden Pandemie und einem waschechten Killer-Virus heimgesucht. Die Einwohner von New York City sterben wie die Fliegen und es kommt, wie es kommen muss. Die Infrastrukturen des öffentlichen Lebens kollabieren, Lebensmittel werden rar und das absolute Chaos bricht über die Stadt herein. Die Straßen sind wie leergefegt, Plünderer und Kriminelle überall. Was tun in so einer Situation? Klar, Supersoldaten. Die namensgebende Division besteht also aus Schläferagenten der Regierung, die auf den Plan gerufen werden, um den Mist wieder aufzuräumen. Wer steckt aber überhaupt hinter der gefährlichen Biowaffe, die New York getroffen hat? Eine Frage, die uns vielleicht ja der von Game Publisher Ubisoft angekündigte Spielfilm beantworten wird. Und an dem sind, wie es aussieht, zunehmend mehr talentierte Menschen interessiert. Schauspieler Jake Gyllenhaal, Ilenal, Ilenal und Jessica Chastain haben sich ja schon vor geraumer Zeit für das Projekt ausgesprochen. Und Gyllenhaal stand bekanntermaßen auch schon für Ubisoft Prince of Persia Verfilmung vor der Kamera. Jetzt ist auch der Regisseur für The Division bekannt und es wird wohl niemand geringeres als David Leitch. Da ist nach Filmen wie John Wick, Atomic Blonde oder jetzt bald Deadpool 2 zumindest eines ganz sicher. Volle Möhre Action. Könnte ganz cool werden. Die Dreharbeiten für The Division sollen zwar schon kommendes Jahr, aber erst nach dem ebenfalls von Leitch angeführten Fast and Furious Spin-off mit Dwayne Johnson beginnen. Der Film ist also nur noch einen sprichwörtlichen Steinwurf entfernt. Steinwurf? The Rock? Versteht ihr? Ah, egal. Denkt ihr eigentlich, die Filmnews sind nur ein Spiel? Denkt ihr, ihr könnt Scherze mit mir machen und nur Quatsch kommentieren? Hier auf die Filmfabrik gelten drei Prinzipien. Und nur drei Prinzipien für jeden Zuschauer. Erstens, macht euch Disziplin. Zweitens, macht euch Gemeinschaft. Und drittens, macht euch Handeln. Wenn euch diese Worte jetzt alle an das deutsche Sozialdrama Die Welle mit Frederik Lau, Elias Mbarek und Jürgen Vogel erinnern, liegt ihr goldrichtig. Im 2008er Film greift Gymnasiallehrer Rainer Wenger, gespielt von Jürgen Vogel, zu extremen Methoden, um seinen Schülern die Entstehung und Funktion einer Diktatur greifbar zu machen. Und die lassen sich als Teil des Autoritätsexperiments freudestrahlend zum Faschismus verführen. Harter Tobak, der tatsächlich auf einer wahren Begebenheit basiert. Die zugrunde liegende Romanfassung The Way von Morton Rhue ist seitdem zur Standardlektüre für Schüler geworden und soll 2019 ganz neu als Serie aufgelegt werden. Die Produzenten des Deutsche Welle-Films sind ebenfalls wieder mit an Bord und damit steht uns nach Dark die nächste große und vor allem international angelegte deutsche Serienproduktion ins Haus. Kennt ihr Die Welle noch und habt ihr den Roman oder Film in oder außerhalb der Schule gesehen? Schreibt's mal in die Kommentare, interessiert mich wirklich. Weiter geht's mit den Filmstarts der Woche. Diese Woche starten in den deutschen Kinos die folgenden Filme. A Beautiful Day mit Joaquin Phoenix. Lev hat ihn bereits gesehen und geliebt. Haltet auf alle Fälle die Augen nach unserer Review offen, die demnächst kommen wird. Es lohnt sich. Avengers Infinity War. Der Infinity War steht vor der Tür und wir haben mit unserer Road to Infinity unsere Themenwochen beinahe vollendet. Markiert euch diesen Mittwoch auf jeden Fall fett im Kalender, um unsere spoilerfreie Review zum Film nicht zu verpassen. Zum Wochenende folgt dann noch zusätzlich ein kleiner Spoilercast, in dem wir ausführlich über den kompletten Film quatschen und vielleicht, aber nur ganz vielleicht, gibt es vorher noch ein kleines Überraschungsvideo zu Infinity War von uns. Haltet diese Woche einfach mal beide Augen auf dem Kanal, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Außerdem startet diese Woche noch die Animationscomedy Early Man Steinzeit bereit von den Wallace & Gromit Erfindern. Bei den Serien geht's in dieser Woche endlich mit der zweiten Staffel von HBO's Westworld weiter. Und die ist heute schon auf Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket und natürlich Sky Atlantic gestartet. Wenn ihr also genau wie ich wissen wollt, welche verrückten Attraktionen der außergewöhnliche Vergnügungspark der Zukunft noch so zu bieten hat, könnt ihr jetzt schon reinstreamen. Fun Fact, J.J. Abrams und Jonathan Nolan sind als Producer wieder mit dabei. Letzterer führt sogar die Regie. Außerdem startet Donnerstag auf Netflix Happy. Der Trailer sah ja schon mal schön crazy aus. Und das nicht nur, weil Protagonist und Auftragskiller Nick Sax scheinbar ein durchgeknalltes blaues Einhorn als imaginären Freund mit sich rumschleppt. Und Sonntag startet dann auch auf Netflix die Mystery-Serie Superstition, in der Familie Hastings in einer fiktiven Kleinstadt vor New Orleans auf Geisterjagd geht.
Mir ist nicht nur tierisch heiß, nein, das soll es auch erstmal mit den Film- und Serien-News für diese Woche gewesen sein, für die wir heute freundlich von Sky unterstützt wurden. Wo wir schon mal beim Thema sind, auch noch ein heißer Tipp an alle Westworld-Fans und die, die es noch werden wollen. Checkt auf jeden Fall mal den Sky-Ticket-Link in unserer Infobox, wenn ihr euch für die Serie interessiert. Mit Sky-Ticket habt ihr die Chance, kostengünstig und monatlich kündbar in die Welt von Westworld abzusteigen. Natürlich gibt's bei Sky-Ticket aber noch viel mehr zu sehen, wie zum Beispiel die kompletten Staffeln von Game of Thrones, also schaut euch das gerne mal an. Das Gewinnspiel unseres großen Samstag-Specials zur Zukunft des MCUs läuft übrigens auch noch, falls ihr es am Wochenende verpasst haben solltet. Abonniert den Kanal und aktiviert die Zauberglocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen, und folgt uns gerne auch auf Facebook und Instagram. Ansonsten sehen wir uns dann spätestens diesen Mittwoch mit unserer 100%igen spoilerfreien Review zu Marvels Infinity War wieder. Ciao!